Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Warrenden North. Natürlich mit dem Zwerg, Alex. Und Jolina ist auch wieder da bei ihm nach einem kleinen Absturz. Und wir haben versagt bei dem blöden Golem da vorne oder was genau, auch immer da ist. Orks, Golem, bla. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ohne den... Ach, der... Und ja, da sind wir ja gestorben bei dem. Ah, müssen wir jetzt nochmal machen. Komm mal her, weg da, weg da, weg da. Oh nee, ich mach den auch aus dem Fernkampf, der ist einfach zu heftig. Jetzt lernen wir einen Waldläufer. Aber Strike, ja, der muss jetzt aber auch nicht gefressen haben, der blöde Troll. Der lebt noch! Ja, er lebt noch, er lebt noch. Au! Du musst, wenn die so groß sind, dass sie oben auf die Bildschirm kommt. Wie oft muss ich diese scheiße Lippertaste drücken, bis der endlich mal mir einen hält. Ich glaube, du kannst das tun. Na, wir haben ihn. Oh, sehr gut. Wir haben ihn. Dann lasst uns die Zahnräder zerstören. Du hattest jetzt. Du hattest jetzt auch ein gutes Schwert wieder gefunden, ne, Jolina? Ja, ich war, als ich wiederkam, konnte ich ja nochmal looten und habe noch ein Schwert gefunden. Das war gut. Die hat mir nämlich gerade einen Hammer der Macht hinterlassen. Es muss einen Mechanismus geben, um dieses Tor zu öffnen. Ist ja vielleicht was für dich, Alex. Zahnräder zerstören. Vielleicht bremsen wir dadurch ihre Kriegsmaschine. Da bleibt was für mich, was? Ketten und Zahnräder. Das ist der Kriegsmaschine des Feindes. Sie schmieden Waffen und Rüstungen, um die Horden, die sich hier sammeln, auszurüsten. Wir halten sie auf! Kasat! Kasat! Jawohl! Wir sind hier an einem ganz, 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 ganz ungünstigen Ort. Warum? Weiß ich nicht, so mitten in der Höhle des Löwen. Das war voll. Zerstöre den Hebel, da drüben. Ich hab vorhin, wenn die gerade schon gesagt haben, dass sie jede Menge von diesem Schießpulver haben, von diesem explosiven Pulver. Ja, die haben mir. Würde ich einfach mal behaupten, dass wir nachher den ganzen Laden durchjagen. Was haben wir getan? Gute Frage. Ja, pff, oh, sehen wir dann. Oh. Das hier haben wir getan. Irgendwas. What the hell? Derselbe Sprengstoff, der in Faunus geht. Ja, bin ich auch für. Es muss hier ein großes Jetzt habe ich einen aufgeladenen Stab und kann ihn nicht entladen. So ist denn der jetzt hier einfach so schnell kaputt gegangen hier? Na gut. Wir können doch bestimmt hier irgendwas kaputt machen, dass hier... Ja, muss irgendwie vielleicht hier die Ketten? Nee. Ah, oh, hier geht's hoch. Nee, wir können hier hochlaufen. Haha. Wusch. Ganz einfache Sache. Meine Güte, was für ein unangemütlicher Ort. Noch mehr gefallene Zwerge, wir müssen ganz nah sein. Oh, oh. Komm her. Mit denen werden wir auch fertig mit der Armee. Ich schieße. Du bist tot. Kiste. Finde ich gut. Lauf einfach durch. Ich schieße die Bogenschützen. Ja, ich mit den auch. Da ist noch einer. Keine Kraft. Keine Damit Kraft mehr. Ist das laut hier in diesem Raum mit der. Ja, es ist mir auch gerade schon aufgefallen. Kiste, her mit der Kiste. Wo ist die Kette? Die Kette ist so dermaßen laut hier. Mhm. Endlich ein anderes Schwert. Münzen und einen doofen Trank. Schönstes Stück des Wächters. Ich glaube, ich habe bald keine Pfeile mehr. Das ist doof. Wie viel könnt ihr denn immer so tragen? Ich hatte noch Ich wusste, dass wir hier drüber müssen. Noch nie so viele, dass ich das, dass er gemeckert hat. Ah, verstehe. Bei mir geht ja halt irgendwann das Mana aus, ne? Dann kann ich nicht mehr Fernkampf. Machen. Also ich habe bislang so gut wie noch nie Ausdauer gebraucht. Echt, bei mir ist es Dauer weg. Also das ist wie doof. Vielleicht habe ich einen Bug. einen sehr Bug. Nützlichen Bug. Das wäre sehr, sehr toller. Oh. Ich muss zugeben, dass ich euch gerade kaum verstehe über den Lärm hier, bevor wir von diesen Ketten weg sind. Ja, macht ihr das doch mal schnell leiser. Genau. Ja, alles. Dann ist das gleich fürs ganze Spiel nachher wieder out of. Ja, dann machst du es halt wieder lauter. Gott, ich krieg hier echt gleich ein Drehbuch. Das ist noch eine Kiste übrigens. Ja, genau, wo rennt ihr denn hin? Da Julina, hast du die Kiste gesehen? Hier kann man auch weiter, Leute. Ja. Aber oben ist die. Neues Geheimnis entdeckt. Ja, ja, ich gehe erst mal Kiste, Kiste. Ja. Und hier ist auch noch eine Kiste. Ich renn schon hin. Doppelschichtige Stab des Wärters. Warte mal. Brauchst du einen neuen Stab, Jorle? Ich könnte einen gebrauchen. Ich glaube, ich könnte mich demnächst schon wieder mal umziehen. Warte mal, ich glaube, ich habe mich gerade einen bekommen. Wo soll denn hin?
Stab des Wärters. 142 bis 176, also. Gib ruhig mal her. Ich glaube, ich habe nur 100 Stab hab des Wärters. Würde man nehmen. Ach, 176, ja, ist leider ein bisschen schlechter. Aber geht schon mal in die gute Richtung. Hier ist übrigens ein Shop. Ha, Shop! Da kommt Jolina ganz schnell. Komm. Im Real Life hasse ich einkaufen. Ich auch. Oh, wie ich hasse das es hasse. Wie die Pest. Ich verkaufen. Auch. Also das ist bei mir so schlimm. Stell mich vor die Cornflakes Regalpackung und ich komme da nie wieder raus, weil es ist einfach zu viel. Ich schaff das nicht. Also meins ist es auch nicht. Einkaufen so gar nicht. Nee. Schilder benutzt ihr ja nicht, ne? Ne. Ich hab hier noch so einen geilen Hammer, einen zweihändigen Hammer. Wer will? Hängt davon ab, wie viel der hat. 170 bis 250. Sekunde, ich glaube, der bringt mir nicht viel. Nee, bin ich besser schon. Gut, jetzt ist er weg. Höschen. Höschen verkaufen, das brauche ich nicht. Lass mal gucken. Ah. Also der Shop hat ja mal wieder kaum Zeug, was man sich echt, zulegen sollte. Echt? Nichts? So nada? Komm her. Oh, ich habe so viele Adler-Dinge. Ich muss mal den Adler rufen. Kopfbedeckung. Schwert. Also ich bin fertig. Also Helm der Wache sah schon ganz schick aus, ne? Aber Ein Stab, bitte. Ach, wieso gibt's denn hier nix? Blöd, ey. Nö, absolut nichts. Oh, Pfeile. Also ich glaube, ich habe einen Soundbug. Ist die Kette bei euch auch noch so laut im Hintergrund? Nee, ist keine Kette mehr da. Weil bei mir, ich habe nur noch den Krach im Ohr. Ich glaube, ich habe einen Soundbug. Ach, ist ein schönes Spiel. Okay, 34. Also mir wäre es zur Not ganz lieb, wenn wir mal kurz unterbrechen können. Wir müssen nicht mit der Aufnahme aufhören. Ich muss nur einmal kurz in das Multiplayer-Menü vielleicht zurück und nochmal neu hier starten. Nee, dann mach halt mal. Und probier's. Weil wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder. Ja, genau. Ja, ihr werdet wahrscheinlich auch kurz rausfliegen, aber das Spiel bleibt hier an. Ja. Das Spiel ist beendet und du wirst jetzt wieder zum Fortfahren, also gut. Genau. So. Naja, dann Private Match, dann gehen wir noch kurz rein. Ich muss nur einfach kurz das Level neu laden, weil das ist kaum zu ertragen, dieser Lärm. Ich kann Gott sei Dank in das Steam-Menü hier, weil sonst, wenn ich raustappen würde, würde mir Fraps crashen. Bin mal gespannt. Achso, ich glaube, ich muss Steam-Community noch mal kurz anmachen. Ja. Ja, du solltest schon, also Könnt jetzt aber wieder rein. Also dann joinen wir wieder. Gut. Ba-bam. Ja. Trete dem Spiel bei. Ach, ich darf wieder alles neu verkaufen. Ich liebe es. Echt jetzt? Oh nee. Ja. Zumindest so. Bei mir geht das schnell. Ich habe nicht so viel Krempel im Gepäck. Was soll das jetzt heißen? Zwerg, sei vorsichtig. Okay. Ihr habt doch große Handtaschen, oder? Ich glaube wohl nicht, dass wir Frauen sind, die Handtaschen haben. Rucksack habe ich, da passt noch viel mehr rein. Oh, meine Katzen schon wieder. Ich krieg doch hier die Krise. Jolle, benutzt du Handtaschen? Was? Um Gottes Willen, ich hab... Siehste? Mensch, Alex, komm doch mal in 2015 an, hey. Handtaschen. Ja, sag mal nichts Falsches, das wird ja bei vielen der Generation noch viel schlimmer. Ja, ich weiß, die packen sogar ihre Handtaschen auf YouTube aus und zeigen, was drin ist. Da war ich ja vielleicht weggeblieben, als ich das gesehen habe. Ja. Echt? Ja, What also, is in my bag oder so ähnlich heißt das Format. Ihr werdet... entschuldige, erzähl. Ja, ne, da packen die wirklich ihre blödsinnigen Handtaschen aus, die Damen, und erzählen, was alles drin ist. Und Stimmt. Das kommt total gut an. Also da bist du wirklich von den Socken, eh. Ich benutze tatsächlich, man wird es gar nicht glauben, ich benutze einen Format alten wechseln. NVA-Rucksack. Echt? Ja. Ist der nicht höllenschwer? Nö. Nee, das sind,
Nicht diese riesigen, die man so kannte von früher, aber die sind extrem robust. Also mir sind immer früher alle Rucksäcke kaputt gegangen. Und ich bin ja dann kurzzeitig mal in Hamburg gewesen, habe ja da gelebt. Ja. Und seitdem habe ich immer einen NVA-Rucksack. Die Dinger sind absolut erste Sahne. Ich glaube, meinen habe ich schon 8 Jahre. Ich habe immer einen Fahrradrucksack dabei. Oder noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon habe. Ich habe auch nur einen Rucksack jetzt für die Uni wieder. Und der alte Schulranzen ist dann auch immer weggeflogen. Das ist ein Pflänzchen für dich, Jorge. Mhm. Ich habe meinen echt aus dem Secondhand-Laden, ne? Also Jorge, 3 Goldlage für mich. Aber das hier schon. Der Zwerg schon wieder. Hm. Naja. So. Was ist, Feinde? Orks, passiert noch was? Bestimmt, da kommen sie alle hochgekrabbelt, hey, die. Wir haben schon lange kein Geheimnis mehr gehabt. Das ist richtig. Du bist im Weg, Alex. Ich komme nicht vorbei. Also echt. Der fette Zwerg. Ihr großen Menschen. Darf man nicht mitten in der Mitte stehen? Ja, Julina ist kein Mensch. Julina ist Mensch, aber ich bin keiner. Ich habe nicht. Ich bin kein Mensch. Humanoides. Komm mal her. Humanoides Wesen. Oh, jetzt kommt ein dicker, schaut mal. Und schon wieder. Oh, ich habe ihm diesmal nicht so viel abgezogen. Meine Kraft ist zu gering. Komm her. Du Bardo. Oh Mann. Gib mir aus, ja, der Tichte. Weg da. Der haut seine Jungs auch um. Das finde ich ja gar nicht schlecht. Genau, hau du mal deine Jungs auch um. Wieso ist denn jetzt schon wieder mein Skill nicht mehr in der Leiste? Weil immer wenn ich rausfliege, ist mein Skill nicht mehr in der Leiste. Da muss ich mal kurz. Ja, das ist doof, weil den brauche ich ja. Komm mal her. Er ist verwundbar. Bestätigen. Komm her. Alle um den Troll rumrollen. Jetzt habe ich ihn wieder. Mach Julina. Jetzt habe ich ihn wieder. Einfach ist okay. Au. Au. Auch gerade nicht aufgefallen. Komm her. Ach komm schon, du hast doch nach vorne geschlagen. Ich war hinten. Jetzt haben wir. Oh, puh. Bin ich jetzt nicht bald beste Schwert? Oh, da hinten muss ich irgendwas ein. Ich glaube, den Turm haben wir ruiniert. Aufgestiegen. Echt? Ich will auch mal aufsteigen. Warte mal, das habe ich nicht gesehen. Ich bin auch kurz davor. Leute, ich könnte nochmal schon zum Shop, ne? Ich bin quasi voll. So ein Dreck. Was? Ey, ich bin voll. Wie schaffst du das? Frau. Wir haben so viel Scheiße im Inventar. Du glaubst das gar nicht. Gegen Spinnen, wir hatten gerade 3 Orks. Ja, und? Was ist mit den Orks? Ja, wir können eh nicht mehr schon zu. Au! 3 Orks? Oh, da kommt der Keine Kinder. Kraft! Oh. Komm her. Ich hab geblockt! Das erste Mal, dass ich richtig geblockt habe. Was ist? Nein! Er haut mir trotzdem voll auf die Ömme. Ich mach schon, Julia. Okay, du machst. Komm her. Boah, nö, also weißt du. Stirb halt so. Oh nee. Geht doch weg, ihr. Ja, brenn halt. Autsch! Komm her. Ja. Komm her. Ich habe keine Kraft mehr. Welchen hat irgendeiner kritischen Angriff? Na Gott sei Dank. Boah. Koop töten. Wunderboller. Der lebt noch. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe für die gesamte blaue Leiste, mein ganzes Mana habe ich in den reingepumpt. Ja, das hat ihm nicht gereicht. Der lag auf dem Boden mit Finisher-Dreieck. Wartet mal. Irgendwer ist aufgestiegen von euch. Fari. Ich bin aufgestiegen. Ich auch. Endlich. So. Ja, Änderungen beibehalten und dann werden wir uns noch ein bisschen. So. Das ist echt imposant. Also okay, ich hab jetzt mal. Ja. Wenn ich jetzt den Kriegsschrei neben euch mache und ihr am Boden liegt, kann ich euch damit wiederbeleben. Wow! Guter Zwerg. Hm. Nee, hier ist keine Kiste. Hier hat's Pilze. Vielleicht fällt ja was runter, dachte ich. So. Hier ist auch nichts. Schade. Ist, gar nichts? Nö. Jolli, hier hat's einen Blitz für dich. Das können wir kaputt hauen. Doch, da kommt was runter.
Da, wo ich stehe, hat es einen Pilz für dich. Konnte man oben kaputt machen. Ich sehe die gerade nicht, weil die... Das kann ich gut gebrauchen. Die werden mir nicht mehr in so einem... Ja, ja, ich hab ihn eingesammelt, aber mir wird das nicht mehr angezeigt, weil die nicht mehr so schimmern. Oh, 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 oh. Ach, die Kleinen hier, die nerven doch. Ja, ja, die sind Gott sei Dank mit 2, 3 Schlägen sind die ja weg, aber... Da kommt denn irgendwas Großes, Böses. Ich habe nicht die Kraft. Hässliche Fratze, ey. Das kannst du wohl auch sagen. Ich bin schwer verletzt. Irgendwie, ach, so, ja, alles klar. Ich kümmere mich mal hinten um die Bogenschützen, um die Armbrust. Oh, der ist ja schon tot? Oder hat, der hat, meine Güte, Totenkopf. Ich dachte, er ist sein Abschlag, das ist tatsächlich ein Totenkopf. Kasat, Kasat! Okay, alles klar. Guter Zwerg. Er ist geflogen. Da ist noch einer. Der kam da, glaube ich, hinterher. Hinterher. Ui, ich habe irgendwas für den Kopf. Na, das sieht ja lecker aus hier. Kiste. Oh, was, Gold. Was habt ihr? Oh. Ich krieg nur Gold. Gold. Essen. Oh, ich habe schon wieder eine Feder. Ja, der Zwerg denkt gleich an Essen, wenn er hier so... Ja, der Zwerg weiß eben, was gut ist. Gold und Essen. Ja, aber doch nicht das, Julina. Das ist doch... Jorle? Ja. Na so gut, so richtig lecker sieht's nicht aus. Handschuhe mit 59? Handschuhe, 59. Nö. 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 Ist lieb von dir, aber nö. Nö. Oh, ich hab ne Menge. Haltränke schon gebraucht. Hier viele Spinnenspuren tiefer in den Wald. Und es scheint, als hätten sie etwas gezogen. Toll. Stimmt, ganz vergessen. Aber ob er lebendig oder tot war, kann ich nicht sagen. Ich hab da gerade so eine komische Glyphe eingesammelt mit Schaden auf Spinnen. Na super. Schön, das ist doch schön. Haben wir denn hier gegen Spinnen gekämpft? Weiß ich ja, was uns erwartet. Und ich werde jetzt auch noch in Steam angeschrieben. Das ist nicht gut. Jetzt, wo die Action hier losgeht. Wow. Meine Fresse. Ja, oh, so viele mit den Zweihändigen. Das ist es. Schnell, Kumpel, hoch mit dir. Es ist wahrscheinlich jetzt wie mit den Elfen. Na, ja, nicht ganz. Die Waffe. Die Zwerge machen das doch schon. Schaut mal. Ja, wunderbar. Gute Zwerge. Die brauchen uns gar nicht. Nordri! Vielleicht doch. Druck. Nordri, es sind so viele Orks. Wir werden sie niemals lang genug aufhalten. Vielleicht nicht, aber wir können es versuchen. Na dann komm her, du Abschaum! Baru Kazak! Kazak ein Menü! So ist es. Menü? Essen? Hoffentlich sind diese Erst die Huni und Nordri, oh, wir müssen die beschützen, die haben schon wieder eine blöde Lebensleiste. Wäre hier sehr hilfreich. Einige der Goblins versuchen, das Haupttor zu durchbrechen. Oh, Balliste. Hast du einer? Schießt ihr mal mit dem Ballisten. Haltet sie um jeden Preis von den Waffen fern! Ich gehe zu den beiden hin. Das ist die einzige Möglichkeit. Jawohl, wir müssen die Sapeure... Ich komm bei dem einen Mensch. Jawohl, wir müssen die Sapeure aufhalten, bevor sie die inneren Tore durchbrechen. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Gehen. Wir müssen die Ballisten mitnehmen. Oh, nicht schon wieder so eine Stun-Kacke hier. Ich raste aus. Ich gehe da mal auf mit der Balliste. Das machst am besten wirklich du. Ich bin hier gerade beschäftigt. Nicht genug. Ich kann das noch nicht tun. Komm, nimm einen Trank. Ich bin tot. Jolina, der kloppt auf den blöden Zwerg ein. Ich kann leider so weit nicht zu euch zurückzählen. Julina ist auch tot. Ja. Ja, gut. Oh, der kriegt hier ganz schön was eingeschenkt, dieser Zwerg. Ne, wir sind tot. Wir sind tot. Ich weiß gar nicht, warum ihr gerade alle runtergelaufen seid. Wir beschützen die Zwerge, weil die da direkt stehen. Ja, aber die Ansage war doch, dass wir alle an diese blöden Ballisten gehen müssen. Ja, aber du kommst ja da nicht ran. Ja, doch, klar. Da kommst du dran. Einige der Goblins versuchen, das Haupttor zu durchbrechen.
Ja, aber du kommst dann... Ach, Alex! Haltet sie um jeden Preis von den Waffen fern! Ja, du kommst dann nicht weiter als so, verstehst du? Doch, ich bin doch an die Ballisten eben dran gekommen. Ich hab doch eben gerade die ganze Zeit rumgeschossen. Ja, aber du komm... Egal. Ich hab keine Ahnung, wo die Ballisten sind, aber ist auch egal. Ich komme einfach mal... Oben auf den, Du bist doch fast schon da gewesen, Julina. Oben auf den... Die sind jetzt... Auf sind beiden zwei. Seiten von der Treppe. Ah, sind das zwei? Sind sowieso nee, zwei. Ihr habt sie jetzt schon besetzt. Gut, dann gehe ich mal runter. Willst du ran? Nö. Einer müsste sowieso runter und die von den Kleinen kommen manchmal welche durch. Ich komme da hinten an deine Seite nicht, Alex. Ja, ja. Ich hab Aufstieg! Die alle locker weg. Die Kleinen sind eh egal. Genau, mach die Großen, die Kleinen, die verspannen wir hier ab. Was? Oh Gott. Nein, danke. Oh. Hoho, die zerplatzen ja richtig schön. Mhm. Ja, das geht hier ganz gut. Ja, das macht ja fein. Mit zwei Ballisten ist das easy. Hat Julina wenig zu tun. Aber ah, jetzt kommen wir immer mehr Dicke. Wow. Manchmal, das ist so komisch bei mir, verschwinden die auf einmal denn? Ich weiß nicht, ob die es denn überlebt haben oder nicht. Oder? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die überlebt erledigt habe und die dann irgendwie die Animation dann bei dir nicht kommt. So, ein, zwei müssen durchkommen, Julina. Oh. Ja, ich bin schon da. Lernt ihr einen Dudelan kennen! Oh Gott, sind das viele. Ich hab. Mein Mausfinger wird langsam echt langsam ein bisschen. So sieht's mir aus. Mir wird auch der Finger ein bisschen lahm langsam. Julina, da kommt ein bisschen was durch. Auf deiner Seite? Ich renne halt immer von der einen zur anderen Seite. Da kommt einer durch, genau. Links kommt welcher, genau. Hab ihn! Oh, ich krieg einen Krampf in der Hand. Ich auch! Ja, gebt alles, Kinder, gebt alles. Oh Man. Gott, das ist so spannend wie Nudelsalat auf dem Sonntag. Mohun schießen. Die können auch gar nicht mein viel Finger. Ab, ey. Ich muss jetzt mal mit meiner linken Hand hier. Die können auch gar nicht allzu viel ab, also. Ich wechsle selbst mal den wenn Finger. Die, wenn die durchkommen, einen Schlag. Ja, ich muss jetzt auch schon den Finger wechseln. Oh, ich weiß nicht, was euch an einen solchen Ort führt, aber ich bin mächtig froh, euch zu sehen. Wir könnten genau dasselbe sagen. Was macht ihr hier? Wir sind gekommen, um eine uralte Waffe zu aktivieren. Mit etwas Glück wird sie eine Menge Orks töten. Was für eine Waffe? Wart's ab! Wenn sie aktiviert ist, wird es einige Zeit dauern, bis sie wirkt. Ja, und sicher noch mehr Orks auf uns setzen. Ah, oh, schön, es geht weiter. Keine Zeit herumzutrödeln. Los jetzt, setz ja. Wir werden die Orks aufhalten. Oh Mann. Julina, magst du mal für einen von uns einspringen? Ja, mir egal. Ein Hornsignal? Seid ihr verrückt? Damit ruft ihr sie hierher. Ich habe euch davor gewarnt. Oh mein Gott. Also gut. So, Jorle, willst du vielleicht mal runter, oder? Ich mach schon. Löst den Alex ab, denn... Ach, du Scheiße. Okay, dann geselle ich mich zu meinen Zwergenleuten. Julina, andere Seite. Kann ich da nicht rumlaufen? Ja, doch, du kannst da rum. Also dann... Okay, der eine ist tot. Der eine Zwerg? Nee. Nein. Okay, Trolle, der zweite Julina. Troll ist ganz tot. Trolle. Okay, um die Kleinen kann ich mich hier nicht kümmern. Ah, die sind schon ziemlich angehittet. Aber ich glaube, du willst eher, dass wir die Trolle töten, oder? Ich habe mit beiden, mit allem hier Probleme. Hier kommt ganz viele Dicke durch. Ja, jetzt kommt aber nichts mehr. Ah, ich glaube, das ist Ende hier. Ach Gott. Komm schon. Oh, mein Finger! Ah. Rot, ich sehe keinen Troll. Verdammter Mist, du. Oh, da kommen noch zwei durch, Alex, Achtung. Ja, ich... Unser Weg
Wir sind hier immer noch mit dem einen. Von den Waffen fern. Oh. Jetzt kommen nur noch kleine. Na, das wird schon noch bedeuten, dass da auch noch große hinterherkommen. Oh Gott, da, Julina. Da kommen sie. Trolle. Durch die Tür, Jolle. Trolle durch die Tür. Ja, ja, ich mach schon. Ich guck, dass hier keiner durchkommt, mal von den Kleinen. Ja, die Kleinen ignoriert man voll. Oh, dann mach ich die Trolle. Die Kleinen könnte ja nicht groß ignorieren. Wow. Die Kleinen werden wir ja hier locker fertig. Hey, ja. Mein Finger, ne, das ist so. Oh, Sehnscheidentzündung auf dem Finger natürlich nur. Oh. Soll ich dich ablösen, Jolle? Nee, ich zieh das jetzt durch, ich bin hart. Hinten kommt wieder ein Troll. Ah. Wenn du unbedingt willst, also. Obwohl, eigentlich schon, ich will ja weg. Aber jetzt nicht, das wäre ungünstig, wenn du jetzt weggehst. Was ist das? Troll, Troll, Troll. Mich hat hier was getroffen, das glaubst du ja nicht. Also, es gibt ein paar Bogenschütze. Ich bin schon wieder aufgestiegen. Das kann nicht sein. Ich steige heute irgendwie nicht auf, aber einen Level habe ich. Ah. Wieder weg. Alexa, komm, pass durch. Oh, mein Finger. Boah. Jetzt leckt er auch noch hier an mir vorbei und verliert seinen Hammer. Das ist auch schön. Ihm ist gerade beim Schlagen der Hammer aus der Hand gefallen. Gut. Oh, da kommt noch so ein Brüllaffe hier. Und das war's auch schon mit dem Troll. Komm her, dich habe ich nicht gekriegt, okay. Noch ein Troll. Ich hab keine Munition mehr. Noch ein Troll, da ist noch einer rechts. Ja, das ist eine gute Geduldsprobe hier. Und dass sie für jeden Troll schreien, dabei sind ja so viele. Die können aber Gott sei Dank nicht ganz so viel ab. Geh weg, du Bogenschütze, du. Hä? Wie? Jetzt lecken die hier auch noch. Da kommt noch ein Troll. Ich glaub's ja nicht. Ah. Ich hab wieder ein Level. Mission erfüllt, der wunderbar Berg. Yeah! Oh Gott sei Dank. Juhu! Wo kommt jetzt die Waffe? Ja, sie mit Sicherheit. Na, Jungens. Bin ich mal gespannt, was die tut. Das ist keine schlechte Idee. In der Höhle. Why not? Die ist hoch genug. Balrog? Oh oh. Schluss. Okay. Jetzt kommt ein Energiestrahl. Wow. Sieht fast aus wie eine Orgel. Hat ein bisschen Wasserkran, ist echt. Ja. Das ist sowas von der Orgel. Gell? Weil ich jetzt irgendwie auf den Balrog warte. Der ganze Berg stürzt ein! Ja, zumindest einen großen Teil, wie wir es gehofft hatten. Du wusstest, dass dies passieren würde? Deshalb sind wir hierher gekommen. Wir mussten diesen Schlag durchführen, wenn unser Volk überleben soll. Es tut mir von Herzen leid, dass so viele von euch getötet wurden. Ich glaube, wir brauchen uns über den Tod erstmal keine Sorgen machen. Seht! Durin Spart! Ah, Kinder. Kommt uns holen. Danke. Danke, Jungs. Yeah. Cool, Halleluja. Bergbrecher. Da war ja ein Loch. Blockbreaker Attacks wurde das. Ich hab am meisten Schaden wieder. Naja. Bin ausnahmsweise nicht gestorben in dieser Runde. Ah nee, ich hab weniger. Ja. Ah. Na gut. Ja, wir sind auch erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Schon lange, schon lange. Pass mal auf, jetzt quatschen die wahrscheinlich wieder. Ja, ja. Deswegen warte ich noch ab. Ich habe in meiner Zeit ja schon so manches gesehen, aber auf dem Rücken eines Adlers bin ich. Jetzt, da es einfacher ist zu reden, lasst mich euch nochmal gebührend dafür danken, dass ihr unser Leben gerettet habt und euch in Nordenbad, unsere Heimat, willkommen heißen. Nordris Vater, Meister Gorin, wird mit euch sprechen wollen. Nordri ist schon vorausgeeilt, um von dem Angriff auf Gundabad zu berichten und von allem, was ihr für uns getan habt. Oh, jetzt sind wir wirklich bei den Zwergen. Mhm. Geil. Ja. Spreche ich doch für alle, oder sind wir... Ja, ich meine, wir haben eh schon überzogen. Warum habt ihr eure Krieger gegen den Gundabad-Berg geführt?
Wir beobachten die Orks in den Bergen genau. Als wir sahen, wie sie sich in großer Zahl am Gundabadberg versammelten, hatten wir Grund zu der Annahme, dass sie sich auf einen Feldzug gegen uns vorbereiten. Unsere Chancen gegen so viele Orks standen nicht gut, aber wir wussten von der versteckten Waffe am Gundabad. Also führten Nordre und ich eine kleine Einheit dorthin, um sie gegen die Orks einzusetzen. War das jetzt eigentlich für eine Waffe? War die jetzt nur dafür da, um den Berg zum Einstürzen zu bringen? Genau. Ich wüsste gerne noch etwas mehr von der Waffe, mit der ihr die Mauern von Gundabad zum Einsturz gebracht habt. Es war eine alte Verteidigungsanlage, die von den Zwergen gebaut wurde, die einst am Gundabad gruben. Niemand kannte die Eigenschaften der Steine besser als die alten Zwerge. Und diese wussten, dass der richtige Ton festen Stein zum Bersten bringen kann. Sie nutzten ihr Wissen, um eine Verteidigung gegen jeden Feind zu bauen, der es schaffen würde, an den Toren ihrer Heimat vorbeizukommen. Aber der Gundabadberg ist seit Jahrhunderten in den Händen der Orks. Woher wusstet ihr von einer so alten Waffe? Gewiss, er war seit vielen Jahren in den Händen der Orks, doch nicht durchgehend. Ich war erst ein kleiner Junge, als mein Volk einen großen Krieg gegen die Orks führte, aber mein Vater half mit, den Gundabadberg zu durchgraben. Er war einer der Steinarbeiter, die die Waffe fanden. Sie beeindruckte ihn so sehr, dass er mir die Geschichte so oft erzählte, bis ich sicher war, ich könnte das Ding finden und gegen die Orks einsetzen. Aber wie konntet ihr sicher sein, dass sie nach all den Jahrhunderten noch funktionieren würde? Ha, das taten wir nicht. Die ganze Sache war reine Spekulation. Zum Glück hat es sich gelohnt. Ihr solltet eine eigene Geschichte bekommen. Cool. Habt ihr so etwas auch hier? Manches bleibt besser geheim, denke ich. Glaubst du, die Orks werden uns hierher nach Nordenbad folgen? Schon. Dass wir auf Adlern fliehen, wird sie wohl eine Weile von unserem... Es ist nicht so, als... Ups. Ich habe auf was ganz anderes geklickt. Ich habe gerade fünfmal versucht, auf die eine Waffe, auf die eine Antwort zu klicken und passierte nichts. Alex? Alex, ich bist du noch versuch da? Das eigentlich. Bitte? Was? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ihr hört mich doch, oder? Ja, klick mal ruhig jetzt. Ich will ja durchklicken. Ich drücke die ganze Zeit auf meine Maus. Es passiert nichts. Echt? Hast du dich aufgehängt? Ich habe auch gerade fünfmal auf die letzte Option gedrückt und der hat die in der Mitte ausgewählt. Ja, also eben, ne? Also Dialoge sind ein bisschen buggy. Glaubst du die Orks? Jetzt dass wir bitte auf Adlern fliehen, wird sie wohl eine Weile von unserer Spur abbringen. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie merken, dass es eine Gruppe Zwerge war, die sie geschlagen hat. Und dann werden sie über uns hier nachdenken. Es ist nicht so, als würden sie sich keine Gedanken über Nordenbad machen. Aber Gorin wird euch mehr darüber erzählen. So, da haben wir das jetzt alles. Wer bist du denn? Es freut mich, Bekanntschaft mit einem anderen Zwerg zu machen. Aber während dem ganzen Kämpfen und Reisen und so, fürchte ich, haben wir deinen Namen nicht mitbekommen. Oh, vergebt einem alten, verwirrten Narren, Bruni, Sohn des Bein, zu euren Diensten und denen eurer Familien. Ich bin Feldherr der Garde von Nordinbad und ein Diener von Meister Gorin. Wir sind eine weite Strecke ostwärts gereist und über viele Berggipfel, um hierher zu kommen. Aber wo in Mittelerde sind wir genau? Gewiss, nach Osten seid ihr gekommen. Direkt über das Nebelgebirge und dann das Graue Gebirge entlang. Ihr habt die Länder Eriadors hinter euch gelassen. Jetzt seid ihr am nördlichen Rand des Landes Rovanion. Das klingt weit weg. Ich wüsste gerne noch etwas mehr über deinen Meister Gorin, bevor wir ihn treffen. Gorin ist ein großer Anführer. Das muss ja auch sein, um Nordinbad so lange halten zu können, umgeben von Feinden und nur mit dem Notwendigsten, um leben zu können. Es gibt ja nicht einen Zwerg, der sein Leben nicht für Gorin geben würde. Dann werden wir rechnen. Es wäre uns eine Freude, mit deinem Meister Gorin zu sprechen. Lauft einfach durch die Tore, die ihr da drüben seht. Dort drinnen werdet ihr ihn finden. Die Wachen sind angewiesen, euch passieren zu lassen. Super! Na, bitte sehr. Ich jetzt bin sind wir sicher, in dieser... dass ich der erste Elb bin, der das macht. Jetzt sind wir echt in der Zwergenstand. Und da ist noch Belram und so. Es gibt wieder, oh, ich sehe schon, ganz viel zu tun. Aber erst in der nächsten Folge. Neue Schwerter, juhu. Genau. Ciao. Gut, aber wir verabschieden uns. Bis denn und tschüss. Jo, ciao.